Franz Josef Wohlmuth war von 1761 bis 1817 Scharfrichter in Salzburg. Im 14. Jahrhundert fanden die Hinrichtungen noch vor dem Linzer Tor statt, welches damals auch das Galgentor hieß. 1599 verlegte Erzbischof Wolf Dietrich von Reitenau die Richtstätte nach Nonntal in den Tumecker Bezirk. Die Hinrichtungen liefen nicht immer so ab, wie man sich das vorstellte. So passierte es, dass Delinquenten vom Galgen fielen oder Wohlmuth bei Hinrichtungen mit dem Schwert mehrmals zuschlagen musste. Bei Franz Josef Wohlmuths Meisterprüfung musste der Kopf mit einem einzigen Schlag vom Rumpf getrennt werden. Wohlmuths ausgeführte letzte Hinrichtung am Galgen fand 1810 statt, jene mit dem Schwert am 12. September 1817. Bei letzterer war Wohlmuth bereits 79 Jahre alt. Heute erinnert in der Schalmoser Hauptstraße eine Kreuzigungsgruppe samt einer Gedenktafel an die einstige Richtstätte. Auf der Fläche der Neukommgasse, der Georg-Nikolaus-von-Nissen-Straße und dem Moosbrucker Weg erinnern mehrere Zeugnisse an die 1599 hierhin verlegte Richtstätte. Auch der Totenweg ist heute noch erhalten. Am ehemaligen Arme-Sünder-Friedhof hat heute das Bestattungsunternehmen Eder seinen Sitz. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Wohnhaus des letzten Scharfrichters von Salzburg, welches heute zum Gutshof des Martinbauern gehört. Gegenüber erinnert das Gasthaus zur Hölle an den früheren Galgenwirt. Die letzte Hinrichtung fand in Salzburg am 22. November 1949 statt. Der Ukrainer Josef Sobko hatte eine Frau ermordet und wurde durch den Strang getötet.